in an age of lawlessness and despair. The Empire of Man lay in ruins, torn asunder by civil war, and racked by famine and plague. Desperate, unscrupulous men deserted the temples of their fathers and gathered in forbidden cults, seeking the favor of the Dark Gods. And so it was, in the year 2301, that a Kurgan warlord named Asavar Kul united the savage tribes of the Chaos Wastes and made war upon the realms of men. The invaders entered the distant northern kingdom of Kislev and sacked its largest city, Prague. They sacrificed its people to their dark gods, and any who managed to flee were driven into the freezing wilderness. The Empire seemed powerless to stop the Chaos Horde, and many feared that the end of the world was at hand. But in the Empire's darkest hour, a nobleman from the south named Magnus rallied the people of the Empire to resist the invaders, uniting the warring Elector Counts in the process. The Imperial Army marched to the rescue of the Kislevite capital, fighting Kul's army in a massive battle outside the city walls. Joined by mighty heroes from all across the land, Magnus defeated Kul in single combat, and the Chaos Horde was scattered to the winds. Blessed by the gods and heralded as the true Emperor, Magnus returned to Nuln in triumph. But even as the old world celebrated Magnus's victory, the Dark Gods were planning their revenge. Chaosbane. Moin moin, mein Name ist Heinrich Löwe und ja, let's go. Ein neues Warhammer-Spiel muss natürlich gespielt werden. Und 4 Charaktere haben wir zur Auswahl. Konrad Vollen, imperialer Soldat. Hochelfmagier. Tja, ein Zwerg. Und ein Waldelf-Kundschafter. Was nehmen wir denn? Schwere Entscheidung. Natürlich nehmen wir den Slayer. Der Zwerg. Sieht doch so aus wie ich. Hat auch so einen langen Bart. Ich habe auch einen Iro. Den nehmen wir. Was wir nochmal kurz... Ups. Nein! Kann ich das überspringen? In an age of law. Ich wollte mal die Einstellungen gucken, aber naja, gut. Vielleicht kriegen wir das ja gleich nochmal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Musik ein Tuck lauter ist als meine Stimme. Slayer sind überragende Kämpfer. Die laufen noch in... Ja, sind einfach geil. So. Ja, Musik ist sehr laut. Ich finde sie laut. Master-Lautstärke, nee, Master-Lautmusik. Ah, viel besser. So, zurück. Weiß ich gar nicht, Grafikoption, ob wir da noch ein bisschen was besser machen können. Viele gibt es da gar nicht. Einzustellen. Gesundheit. Können wir einen Namen geben? Können wir irgendwie den Charakter verändern? Schade, Charakter scheint irgendwie festgesetzt zu sein. Spiel finden. Rangliste. Schade. Können wir nicht den Charakter ändern? Angriff, Verteidigung. Schwierigkeit normal. Na gut, dann spielen wir mal.
As a young dwarf in the great city of Karazakarak, you were taught the legends of your ancestors. Ever since, you have longed for the day when you could win fame and glory of your own and restore the luster of your much-diminished clan. When High King Thorgrim Grudgebearer called for warriors to aid Kislev during the Great Chaos Invasion, you were one of the first to pledge your service. Along with your father and your younger brothers, you left Karazakarak behind, marching eagerly to war. It wasn't long before you were in the thick of the fight. Trapped inside the city of Kislev, you and your kin fought fiercely against the Chaos Horde. When Kul's first assault breached the city gates, it was the dwarfs who led the counterattack that drove the enemy back and saved the day. Your fearlessness in battle earned you the name Axe Biter, and the Kislevites hailed you as a hero. But the more you tasted of glory, the more you began to crave it. When Magnus's army arrived outside the city, your thirst for immortal fame ended in tragedy. Leading a force of 300 dwarfs, you tried to fight your way out of the city to join the Imperials and fight Kul's army together. It was a deed worthy of legend, but not even Grimnir himself could have fought his way through so vast a horde. Your reckless charge was driven back at a bitter cost. Half of the valiant dwarfs that had followed you were slain, including your father and all of your brothers. Racked with guilt over the deaths of your kin, you swore powerful oaths of vengeance against the Dark Powers. And so you chose the path of the Slayer, seeking redemption through a glorious death in battle. When the final battle outside the city walls began, you went forth alone to find Asvar Kul and challenge him to single combat. You carved a bloody path through the enemy, reaching the Chaos Lord in time to see him fall to Magnus and his knights. After the battle, you accepted an invitation from Magnus to join his retinue and return with him to Null. As far as you were concerned, the new Emperor owed you a glorious death. And with many of Asvar Kul's champions still alive, you could be sure Magnus would not lack for foes. Ja, wir sind der übelste Motherfucker, aber gleich fangen wir an mit Level 1. Pass auf. Ich glaube, ich mache die Gesamtlautstärke auch nochmal gleich minimal leiser. It was an age of lawlessness and despair. A time of dark magic, treachery. At war. It is a night made for witchery and evil deeds. And across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack! What's all that noise? Best take a look. Ja, wir schauen noch nicht nach. Bragi, Axtfresser. So. Gucken wir mal. Oh, nee, das brauchen wir nicht. Nur mit Maus steuern. Ich bin so mit WASD gewöhnt. Vornherein muss ich sagen, das Spiel kam nicht gut bei der GameStar ab. An. Ich habe nur kurz die Wertung gesehen, die war bei 65-70. Hier fangen wohl alle Helden an. Ich sehe hier der Zwerg. Das sieht nach dem Templer aus. Elfenmagier. Darum auch die Bücher und der Waldelf. Fangen wir mal an. Da laufen sie. An attack! Ha! Thank the ancestors! If it's Magnus they want, they'll have to go through me first. I best get to the throne room.
immer überall gucken. Kanonen hatten sie hier. Mann, oh Mann. Ne, wir gehen da noch nicht lang. Gibt es hier irgendwelche Kisten, die wir zerschlagen können? Das wird sich ja alles noch klären. Wir gehen mal weiter. Wir betreten den Turm und metzeln alles ab. Oh, was ist denn da? Eine Ecke vielleicht was? Nee. Voll. Da kommen sie. Feinde töten. So. Was stand da? Nimm den Feind. Ich hab's gerade nicht lesen können. Nee, ist Pause, Pause wollen wir nicht. Hm. Da haben wir die nächsten. So. Bei geringer Gesundheit kannst du Kuh, ja. Einen Trank verwenden. Anschließend musst du mehrere Sekunden warten, bis der Trank sich wieder füllt, damit du ihn abermals verwenden kannst. Also ich muss ihn nicht dauerhaft... Also wir müssen hier keine Tränke sammeln, ja, wenn ich das richtig verstehe. Inventar, wähle Maus, bla bla bla, Ausrüstung. Das finde ich eigentlich ganz gut. Gucken wir mal weiter. Oh, ein Verwundeter. Thank Sigma, you're here. There's monsters everywhere. The tower's being overrun. I know. Exhilarating, isn't it? No, where's Magnus? Upstairs in the throne room. There's armor in a chest by the stairs. Take whatever you need, but hurry. Drücken wir mal I. Ja, ich habe gerade was aufgesammelt, Mensch. Achso, es ist schon, das haben wir schon angezogen. Ich dachte, es ist eine Rüstung. Aber ja, klar. Der Slayer trägt ja keine Rüstung, höchstens Tätowierungen. Und er muss auch nicht unbedingt eine Hose tragen. Oder verwechsel ich das mit dem Berserker? Ui. Was denn hier? 5. Bei Stufenausstiegs erhält dein Charakter neue Fertigkeiten. Ja, klar, über Tab. Du brauchst Fertigkeitspunkte, um die Fertigkeit auszurüsten. Ja, klar, wissen wir. Ach, ist das schön. Kann man weiter reinzoomen? Nee, ne? Schade. Schnetzeln, das hört sich gut an. Ah, mal hier sehen wir. Kommt ihr. Kommt her, ihr Schargen hier. Klein. Ah, was ist das denn? Kettenaxt? Er nutzt diese Fähigkeit, um auf seine Feinde loszustören und sie im Nahkampf anzugreifen. Drücke Leertaste, um deine Kettenaxt zu werfen und stürze in die Richtung. Aha. Das hört sich ja ganz interessant an. Leider haben wir gerade keine Freiwilligen mehr. Für die Kettenaxt. Können wir runtergehen? Nee, ne? Nee, ist nicht gewollt.
Dann gehen wir mal hoch. Wir suchen Freiwillige für die Kettenaxt. Hm? Ich muss sie jetzt auswählen. Oh, ich habe doch keine Freiwillige. Hm. Lässt sich irgendwie schlecht steuern, die Kettenaxt. Kann ich hier irgendwie ziehen? As you reach the throne room, the air seethes with foul magics. A chaos sorceress stands before the throne, and Magnus, the savior of the Empire, is caught within her spell. There's only one thing to do. Roaring a battle oath, you ready your axe and charge! By the time you regain your senses, the battle is over. The sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. The shouts of angry men fill the throne room, but these are not guardsmen. They are witch hunters, the Empire's feared inquisitors, led by none other than the infamous Heinrich Voss. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. You try to tell him about the sorceress, but Voss refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, dwarf. Voss threatens. We will have the truth from you, one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once! Teclis, Loremaster of the High Elves, regards Voss coldly. Raggy Axebiter has told you the truth, he said. It is you who have refused to listen. Teclis examines Magnus in silence. He lives, thank the gods. The High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse. It is only a matter of time before he succumbs. No one outside this room must know what happened here. If the people learn that Magnus has fallen, then everything he fought for will have been for nothing. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. Ja, ja, erstmal kriegt der Zwerg die Schuld. Immer die Zwerge. Mann, 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 Mann. Wird man gleich töten, die Leute von der Inquisition. Ah, die Kammer des, There are dark and terrible forces at work in the city, Braggy Axebiter. If we are to find the sorceress and defeat her, we must confront the dark cult that has taken root in Nuln. And expose its secret master. Just tell me where I can find them, Elf. My axe will take care of the rest. The attack on the tower came from the sewers that stretch beneath the city. So long as the enemy controls the tunnels surrounding the tower, our position here is vulnerable. Your first task is simple. Enter the tunnels and drive the cultists back from the tower. Kill everything in your path, but beware. There is no telling what foul things await you in the darkness. Ha! By Grimnir, I hope you're right! Ja, dann geht's ab in die Kloake. Hm? Ah, das ist jetzt unsere Basis, oder was? Das wird wahrscheinlich ein Händler sein, der für uns dann irgendwann freigeschaltet wird. Aber wir müssen jetzt in die Kanalisation. Hauptaufgabe, Boss. Expansion, Invasion. Sind das noch Sachen, die noch kommen? Hm. Dann machen wir erstmal die Hauptaufgabe. Vielleicht müssen wir für die anderen Sachen auch irgendwie freigeschaltet werden. Wir wollen ja eh nur uns erstmal das Spiel nur angucken. Ein bisschen. So, bestimmte fortgeschrittene Fähigkeiten verlangen nach Energie, bevor sie sie angewendet werden können. Hast du nicht genug Energie, kannst du die Fähigkeit auch nicht verwenden. Du regenerierst die Energie, indem du Feinden mit Basisfertigkeiten Schaden zufügst.
Diese Fertigkeiten. Wenn Bragi nicht kämpft und keine Zornladungen übrig hat, verliert er nach und nach Energie. Das heißt, wir müssen dann quasi immer schnitzeln. Was ist das denn? Ah! Ich weiß gerade den Namen von den kleinen Viechern nicht, aber die sind lustig. Das ist der Zorn, das ist Metzeln. Fässer und es gibt Geld. Aber wo die Kleinen sind, sind die Großen nicht weit entfernt, denke ich mal. Schon nett von den Leuten, dass die immer irgendwas in den Fässern gelassen haben. Oh, der ist ein bisschen größer. Das sieht nach Nörgel aus. Naja, kriegst dann Energie. Der rennt weg. Was ist denn das für Fragmente? Boah, die Kleinen gehen mir langsam auf den Sack. Sind noch gar nicht so viele, aber die gehen mir auf den Sack. Oh. Ob es dann auch wie bei Diablo Fässer gibt, die dann auch explodieren? Nichts hat, dann lag noch was. Gehen wir mal ganz kurz. Neue Axt. Stufe 2. Oh, die erste Ausrüstung wird wahrscheinlich nicht so die harte sein. Oh, warte mal. Die zeigen, das mag ich immer. Die zeigen auch die Sachen, die man anhat quasi. Stimmt, Tätowierung passt auch. Sowas finde ich immer gut. Trotzdem hätte ich mich gefreut, wenn ich meinen Charakter mir ein bisschen anders hätte machen können. Aber es ist halt so wie bei Witcher. Die Charaktere sind halt ein bisschen vorgefertigt. Und ein Zwergenslayer hat halt nur mal seine Tätowierungen und keine dicke Rüstung. Da, wo es gerade... Eieiei, wo kommt der denn her? Krass. Ich wollte gerade in diesen grünen Bereich nicht reingehen, aber die haben daraus wahrscheinlich einen Gegner geformt. Können wir nichts kaputt machen? Oh, da ist eine Truhe. Oh, da war was zum Sammeln. Stufenaufstieg! Denke ich mal, letzte Bastion, neue Fähigkeit freigeschaltet. Was ist denn die letzte Bastion? Mal ganz kurz. Du erhebst einen Kriegsschrei, das allen Spielern einen maximalen Gesundheitsbonus verschafft. Des Weiteren wird Energie und Zorn erzeugt. Auf die Nummer 1 haben wir das. Okay.
Ah, da kommen die nächsten. Da ist auch die Symbolik des vom Nurgle. Von der Gottheit Nurgle. Ich hoffe auch, dass sie in diesem Spiel so ein bisschen Geheimgänge und so einbauen. Das finde ich immer cool. Das sind ja nur die einfachsten Gegner, die es gibt halt. Ich hoffe, wenn so Chaoskrieger kommen oder auch vom Nurgle so Chaoskrieger, da haben wir ein bisschen alleine ein bisschen zu knabbern. Ah, macht aber bisher Spaß. So. Haben wir hier was übersehen? Irgendwas? Nö. Okay, den einen haben wir übersehen. Oder schon einen. Oh, da kommt wieder so ein Schwarm. Man gar nicht, wo man hingucken soll. Ich weiß noch nicht, was mit diesen Fragmenten auf sich hat, aber es werden wir bestimmt noch herausfinden. Sind die Nörgelings? Nörgelinge oder sowas? Wenn ihr es wisst, schreibt mir in die Kommentare. Würde mich interessieren. Oh, da kommt ja einiges. Zack. Gibt es da so ein Bestarium, was du mal aufschreibst, Protokoll? Schade, hätte mich mal interessiert. Oh, auch noch tolle Waffen gefunden. Okay, lassen wir das mal so. Hatte ich jetzt nur Waffen gefunden? Okay. Ups. Da war die alte Gewohnheit wieder mit WASD. Richtig yummy aus hier. Noch ein Beil. Weiß schon gar nicht mehr, welches denn am besten ist. Und Sandalen haben wir bekommen. Oder Schüchen. Ist aber ganz nett. Das sind nette Treter. Damit gehe ich auch gerne auf die Straße. Ah, ich habe gerade gedacht, es wäre vielleicht so eine Wand, die man einen Powerschlag aufkriegt. Aber habe ich mich nur verguckt. So, das war so die Einstiegsrunde. Das war alles?
Ich habe eigentlich auf mal so einen Boss oder irgendwas Größeres gehofft. It's done. There's nothing in the tunnels outside the tower except dead men. Plenty of signs that there are more cultists deeper in the sewers, though, or I'm no dwarf. I do not doubt it. The servants of Nurgle flourish in darkness and filth. Our battle against the cult has only just begun. Well done. Return to me when you are ready for your next task. There is grim news from the tower. Voss has learned that a large group of Magnus's guardsmen have gone missing. He believes they might have pursued the cultists into the sewers during the attack. So? I'd have done the same if that damn sorceress hadn't blasted me off my feet. They've been gone too long, Braggy. Either they've gotten lost in the tunnels, or the cultists have cut them off. Someone must go in after them. Achso, was für den verklickt, aber wir müssen runtergehen und die eliminieren. Und das machen wir doch liebend gern. Lieben gern gehen wir da runter und zerhackstückeln alles. Ja. Kapitel 1. Ah, okay. Jetzt geht's erst los. Es war wirklich nur so ein Vorgeplänke, Tutorial-mäßig. Ey, bleib mal hier. Schickt er mir so einen solchen Ball entgegen? Das ist ja unschön. Hat mich vergiftet. Ihr habt keine Chance, ich bin ein Zwerg. Da liegt noch ein Fragment. Racheladung. Was kann denn die Racheladung bitte? Racheladung, du lässt eine mächtige Ladung in gerader Linie los. Okay. Oh, Kiste. Hey, bleib hier, Junge. Hier. Haben wir viel zum Sammeln gehabt und. Hohohoho! Mann, oh Mann. Die waren schon gerade eine kleine Herausforderung. Bleib stehen! Feiger Hund. Ah!
Ja, bleib hier. Ja, lassen sich ja ganz nett metzeln. Schön von hinten. In den Rücken rein mit der Axt. Geht doch ganz gut hier. So, irgendwas in Französisch oder so ist da unten. Ich habe da irgendwas freigeschaltet. Ich kann es auch nicht lesen. Ich glaube, es war Französisch oder irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht sprechen kann. Ich glaube, das Spiel kommt offiziell erst noch raus. Also es gibt noch so kleine Probleme wahrscheinlich. Oh, jetzt wird's. Ich hasse Spiele, die automatisch die Kameraposition ändern. Ah, die seuchen mich immer ein bisschen voll, die Schweine. Nee, da wollte ich hin. Wenn ich noch nichts kaputt machen kann. Ach du Scheiße. Nieder mit dem Bogenschützen. Okay, zurückgehen sollte man vielleicht nicht. Ich dachte, dort habe ich schon aufgeräumt, habe ich aber wahrscheinlich nicht. Aber hier. Dann gehen wir mal hier weiter. Hör auf mich zu schießen, du. Die Fragmente braucht man bestimmt, um irgendwie was Tolles zu bauen. Und es geht wieder runter in die Kanalisation. Oh, wir brauchen mehr Macht. Alter Schwede, waren ja fast nur noch Gegner zu sehen. Oh, Raserei haben wir freigeschaltet. Alter Schwede. Raserei Power! Okay, hab ich mir noch nicht. Okay, jetzt brauche ich es auch nicht mehr.
Ah, da müssen wir hin. Da sehen wir gerade auf der Minimap ein Signal. Das heißt, ich gehe erstmal in die andere Richtung halt. Vielleicht gibt es hier sowas wie so eine tolle Truhe. Familienanhänger. Unsere Familie ist ja gestorben in der letzten Schlacht, die wir ja angeführt haben. Darum, oder in der großen Schlacht, darum sind wir ja quasi ein Slayer geworden, um Buße zu tun. Gehen wir hier mal lang. Boah, ist echt nicht wenig hier. Aber es macht wirklich Spaß. Ich meine, von der Grafik her hätten sie wahrscheinlich noch mehr rausholen können. Aber bisher macht es Spaß. Was mir nun nicht Spaß macht, ist, was ich schon im Store gesehen habe, dass man da für 5 Euro mehr XP kaufen kann und solche Geschichten. Sowas finde ich natürlich scheiße. Aber bei diesen ganzen Spielen geht es erstmal für mich nur um in die Story. Einmal durchspielen, schön durchhacken. Sowas finde ich macht Laune. Und vielleicht, wenn ein Kumpel das Spiel hat, dann kann man das vielleicht mal zusammenspielen. Ich habe hier einen Bekanntenkreis, jemanden, der ist ja absoluter Diablo-Fan. Vielleicht könnte das sowas für ihn sein. Oh, ich sehe die Truhe. Ah, die Kleinen haben keine Chance. Wird immer mehr. Aber bisher hatten wir noch nicht so Probleme mit Energie oder so, ne? Mit Lebensenergie. Das ging bisher immer. Schön Güllewasser. Keine Sorge, ich vergesse dich nicht. Komm her. Einmal Güllewasser. Schön, damit lässt sich immer gut duschen. Kommen immer noch ein paar. Dass sie den auch am Leben gelassen haben. Damned cultist. Lured us into a trap. Try to fight, but too many of them. Easy now, lad. You and your men fought well. Now let's get you on your feet and back to the tower. They took them. Anyone still able to walk? Dragged them, screaming, into the darkness. Forget about me. Find the others. Okay. Oh, er ist gestorben. Gucken, ob wir noch mehr finden. Mehr Überlebende. Schöner Ausgang. Wir
Ja, sind schon wieder zurück. Bisher war das ein kurzes Intermezzo. Dann gehen wir nochmal zu den Teclis oder wie er hieß. Zu den Elfen oder wir haken einfach an der Treppe rum. Hallo? I found your lost warriors. They'd been trapped by the cultists and surrounded. For what it's worth, they died well. Most of them at least. Ja, die meisten. And the others? They were taken alive? Not much point taking them if they're dead, is it? What does the cult want with a handful of prisoners, though? Not prisoner. Sacrifices. Offerings to the Lord of Pestilence in exchange for more power. We must do everything we can to prevent this. Go and make whatever preparations you require. Then return to me as soon as you are ready. Besuche die Sammlergilde. Also der Händler jetzt quasi, ja. Scheint so. So. Bringt das. Oh, das bringt Rüstung. Plus 100. Ja. Tja, gut, dann färben wir unsere Haare braun. Yes, hat mir schnell in die Haare gefärbt. Kann das quasi verkauft werden? Aber ich kann das nicht selber sortieren. Schade. Tätowierung. Ist identisch, ist aber besser. Gut, dann nehmen wir das. Sandalen. Bessere Sandalen gefunden, sehen auch identisch aus. Okay. Hosen unterscheiden sich ein bisschen. Gehen wir nicht nach Aussehen, dann gehen wir einfach nach Funktion. So. Amulett haben wir gefunden. Rüstungszeug trinkt maximal Gesundheit. Oh, bringt uns aber minus 0,5 Rüstung. Ja, die Objekte scheinen sich doch sehr zu wiederholen, aber vielleicht gibt es noch geilere Sachen. 24 Grundschaden. Der hat 10 Schaden. Dann lassen wir das bei. Das sind 5,2. Ich weiß noch gar nicht, wo man hier nachgehen soll. Okay. Wir lassen den erstmal so, wie es ist. Geh mal kurz zu den Sammler-Gilden-Typen da. Handeln. Reliquienjagd. Okay. Spende. Die Sammler-Gilde sammelt, sortiert und kategorisiert alle möglichen Dinge, unabhängig davon, wie selten oder unbedeutend sie auch sein mögen. Du kannst jedes Objekt, das du nicht länger brauchst, der Gilde überlassen. So baust du dir allmählich einen Ruf bei der Gilde auf. Die Gilde verkauft nichts, bietet dir aber jedes Mal, wenn du eine höhere Rufstufe erklommen hast, eine einzigartige Belohnung. Okay. Das heißt, ich kann jetzt alles spenden, oder was? Spende der Sammlergilde in jedem Level Gegenstände, um deinen Ruf zu verbessern und die Belohnung zu verdienen. Okay, dann spende ich jetzt mal. Was soll der Geiz? Komm, spenden wir alles. Ist ja eh noch diese ganze Anfangszeit. Wir kriegen bestimmt noch viel, viel bessere Sachen. Handel bestätigen. Toll. Ruf hat sich nur minimal geändert. Na gut. Dann sind wir quasi bereit und könnten weiterkämpfen.
Ja, aber ich guck gerade auf die Uhr. Wir haben schon ein bisschen was auf dem Tacho. Ja, was soll ich sagen? Wir sind Stufe 6. Es ist noch ziemlich am Anfang. Wir hatten so eine Art kleines Tutorial. Wir spielen auf normal und ich habe absolut noch keinen Schimmer, wie lang die Story ist im Vergleich zu wenn ich jetzt mal an Diablo messe. Ich messe es einfach an Diablo. Weil im Diablo wurde immer angezeigt, man hat Kapitel quasi und jedes Kapitel hat ja irgendwie drei Unterkapitel. So, wenn ich jetzt an Teil 2, ich glaube Teil 3 war es auch so, dann konnte man ungefähr erahnen, wie lang die Geschichte ist. Hier habe ich überhaupt noch keine Idee, wie lang das ist oder wie viel wir schon gespielt haben. Na, Kapitel 1, Prolog. Wie gesagt, viel. Bisher macht es einen guten Eindruck. Ich muss aber sagen, es kommt nicht an Diablo ran. Nicht bisher. Vielleicht kommt noch was dazu, aber wenn ich es überlege, wie es, was ich bei Steam gesehen habe. Also wir haben nur 4 Charaktere, finde ich ein bisschen wenig. Auch von den Zwergen her. Es gibt Slayer, es gibt Armbrustschützen, ganz normale Kämpfer. Dasselbe bei den Menschen auch. Es gibt auch nicht nur zwergische Armbrustschützen, sie können auch Kanonen haben. Die sind die einzigen mit Handfeuerwaffen. Waldelfen gibt es auch welche mit Speere, mit Nahkampfwaffen. Also da hätte ich doch mehr Charaktervielfalt erwartet. Aber wir haben ja in der Hauptstory vorgefertigte Charaktere. Vielleicht kann man das, wenn man das einmal durchgespielt hat, sich selber vielleicht einen Charakter erstellen oder so. Generell bin ich ein Freund von Charaktererstellung. Ich liebe sowas. Aber nun gut, das sollte jetzt für euch ein kleiner Einblick sein. Ich glaube, aktuell kostet es 50 Euro bei Steam. Kann ich mal... Warte mal, ich gehe mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Nein, kann ich nicht. Schade. Ich wollte mal gucken, aber ich glaube, es waren 50 Euro. Und wenn ich das Video veröffentliche, kommt es auch quasi raus. Na gut, ich wollte euch nur einen kleinen Einblick geben. Ich werde es dann mal für mich weiterzocken. Dann mache ich davon noch mehr Videos. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein und metzelt weiter. Ciao.